Zum dritten Mal in dieser Saison oberbayerisches Derby zwischen München und Ingolstadt. Die ersten beiden Vergleiche hatte München auswärts gewinnen können. Jetzt also zum ersten Mal Ingolstadt in dieser Saison in München. Die in weiß gekleideten Gäste ersatzgeschwächt, 6 verletzungsbedingte Ausfälle. Trotzdem hielt man im ersten Drittel ganz gut dagegen und kam zu Möglichkeiten. So wie hier, Stachowiak bedient Pieter und kommt dann selbst zum Nachschuss. Scheitert aber an Danny aus den Birken. Toller Einsatz von Stachowiak hier gegen Seidenberg. Pieter unter Bedrängnis. Und Stachowiak im Nachsetzen scheitern dann allerdings an aus den Birken. Und trotzdem Ingolstadt zwar nach dem Sieg gegen Iserlohn mit so einem kleinen Befreiungsschlag, aber gegen einen starken Gegner zumeist in der Defensive gefordert. München dann mal nach 13 Minuten mit einer ersten richtig guten Gelegenheit. Blitzschneller Konter mit 4 Spielern, Kastner und Gogola. Spielen sich den Puck da wunderbar hin und her, am Ende verhindert der Ex-Münchner Kevin Reich im Tor der Panther den Rückstand für sein Team. Und auch wenn München im Laufe des ersten Drittels immer überlegener wurde, es mangelte an klaren Möglichkeiten, somit 0:0 nach 20 Minuten. Der Beginn des zweiten Drittels dann ziemlich positiv für Ingolstadt mit einem frühen Powerplay und diesem Lattenschuss von Tim McGauley, der Neuzugang. Seit Ende Februar dabei in seinem 6. DEL-Spiel, ganz dicht dran am ersten Treffer. Aber wenig später dann Powerplay auf der anderen Seite. Und München bewegt gleich mal den Puck ganz gut. Redmond haut drauf und auch hier macht Ping. Der Pfosten steht diesmal im Weg. Aber dieses Powerplay, das gab München wieder mehr Selbstvertrauen, wieder mehr Vertrauen auch in die eigene Stärke. Immer noch diese Überzahl. Der Puck geht zu Hager vor dem Tor Gogola und der Puck findet einen Weg ins Tor. Gogola noch mit einem etwas fragenden Blick in Richtung Schiedsrichter, weil er die Scheibe mit dem linken Schlittschuh ins Tor befördert. Aber nach kurzem Videostudium wurde der Treffer dann auch gegeben. Die Führung also für die Red Bulls durch dieses Powerplay-Tor, das 11. Saisontor von Gogola. In der Folge dann die Gastgeber, wieder die bessere Mannschaft mit mehr Spielkontrolle. Und hier dieser Auftritt von Hager hinterm Tor vorbei an Hübner, die Ablage auf Daubner, das 2:0. Fantastisch, was Hager da hinter dem Tor veranstaltet. Daubners 4. Saisontor, dann am Ende quasi Formsache. Und hier nochmal, Hager spielt mit sich selbst Doppelpass über das Außengestänge des Tores und bereitet somit diesen Treffer vor. Ja, wieder nicht so positiv aus Sicht von Doug Shedden. Die Offensivprobleme offensichtlich auch in dieser Partie. Zu wenig Durchschlagskraft. Und so lief es dann auch weiter im letzten Drittel. Ingolstadt versuchte was in der Offensive. München setzte auf Konter. Trevor Parks allein gegen 3. Kommt trotzdem zum Abschluss. Scheitert an Kevin Reich. Aber Ingolstadt eben insgesamt nicht in der Lage, wirklich Druck aufzubauen. München immer wieder mit solchen Gelegenheiten, so wie hier Lutz auf Ortega. Und dann krachte es immer mal wieder. Immer mehr Nicklichkeiten dieser Partie führten zu weiteren Überzahlsituationen. Und München mit dem nächsten Powerplay Mitte des letzten Drittels. Scheibe geht von Hager zu Blum. Der haut drauf und der Puck wieder drin. 3:0 für München. Jonathan Blum. Der Torschütze hat ein bisschen Glück, denn sein Schuss wird von Mirko Höflin oben im Slot unhaltbar für Reich noch abgefälscht. Nichtsdestotrotz, das natürlich die Entscheidung. Hinten raus, Ingolstadt ohne Torhüter, Kastner nutzt das aus und markiert den 4:0 Endstand. Also München mal wieder mit starker Defensive und dem nächsten Sieg. Ich glaube, dass wir hinten Spiel zu Spiel besser stehen und nichts zulassen, und vorne machen wir einfach die Dinge, und ja, das ist zurzeit unser gutes Ding, was wir machen. We didn't really have the step today. It's just I don't know, tough to look at it when you lose 4-0. Missed assignments, myself included for sure. So it's one of those games where we look back at the video and get better. Ja, der Trend der letzten Spiele bleibt bestehen. Ingolstadt verliert zum 7. Mal in den letzten 8 Spielen und München punktet im 10. Spiel in Folge. 9 Mal haben sie dabei das Eis als Sieger verlassen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.